Aber die Atmosphäre hier stimmt wirklich, kann es nicht oft genug sagen. Also das, was man in der Demo so gesehen hat, wo man so ein bisschen... Boah, ey. Wo man so ein bisschen Angst bekam. Ob das hier stimmt, atmosphärisch, das kann ich jetzt schon mal sagen, das stimmt. Auf jeden Fall bis jetzt. Ach, hat er mich doch noch getroffen, diese Sau. Aber das ist nicht so schlimm. Das heilen wir jetzt auch nicht immer direkt, so kleine Wehwehchen hier. Wir sind ja abgehärtet. Medipack klein, ja, vor allem... Unser Medipack hier, ach, das ist auch cool, man kann sich ja auch bewegen hier, während man hier das Inventar aufruft. Sehr gut gemacht. Achso. Also wie gesagt, was man in der Demo gesehen hat, das hat mich ja auch nicht so überzeugt, das muss ich auch zugeben. Da habe ich ja auch ein bisschen Angst bekommen, habe gedacht, oh nein, verhauen die jetzt Dead Space auch noch. Aber ich muss sagen, bis jetzt war das eine, Oh, Muni voll. Bis jetzt war das so, bestätigt sich das nicht, also es ist wirklich besser als in der Demo ausgesehen hat. Obwohl es in der Demo jetzt auch nicht schlecht ausgesehen ist, hat eben nur nicht so ausgesehen, als würden sie hier noch mehr Wert auf Horror legen. Aber anscheinend ist das ja doch dann so. Was mich ja natürlich freut, als alten Horrorfan, als alten Horrorhasen. So, warum haben wir keine Muni mehr? Dann können wir natürlich auch... Ach, wir haben ja noch gar nicht das volle... Ja, später wird sich das ja noch erweitern. So, da holen wir das Kleine. Das sollten wir ja eh gerade holen. Später erweitert sich hier noch die Kapazität des Anzugs, denke ich. Wenn es so ist wie in den Vorgängern. Wovon ich jetzt mal einfach so ausgehe. Ansonsten hätten wir den Bildschirm ja auch nicht so groß machen müssen. Ne? Da unten sind ja noch Slots. So, und dann fahren wir wieder Aufzüge und ich hasse eigentlich Aufzugfahrten in solchen Spielen. Isaac, sind Sie schon beim Rettungsteam? Alle tot. Danik war vor mir da. Das Rettungsteam wurde nicht gerettet. Ich komme mit der Eudora. Die Washington Station ist nicht weit weg. Ich kann mit einem der Züge dort rausfahren. Guter Plan. Züge! Ich liebe Züge. Wir sehen uns dann auf den Schienen, wie sich das anhört. Unitology-Artefakt. Artefakt entdeckt. Zum Ansehen drücken. Was ist denn das jetzt? Das ist ja was Neues, oder? Mitteilung an die Gläubigen. Ach so, das ist dann auch so ein Brief hier. So ein Textlog quasi. Aber jetzt die Vorsicht nicht vergessen, denn ich habe da was Unheimliches gehört. Und bin nicht gerade unheimlich begeistert davon. Na, Medipack, das lassen wir jetzt eben liegen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Also... Der lebt noch. Nee, der nicht. Siehst du? Trotzdem auf Nummer sicher gehen. Bevor er doch noch aufsteht. Bevor er sich entscheidet, aus seinem Wachkoma aufzuwachen. Wie komme ich darüber? Geht das? Ach nein, das geht aber so. So kann man das... Toiletten? Toiletten gehen wir auch nicht ab. Da sind wir hergekommen. Da ist das Tor zugegangen, da ist wieder so eine Werkbank, die wir aber noch nicht benutzen können. Das heißt doch wohl... Ah nein, das heißt wahrscheinlich... An die Dinger kommen wir erst, kommen wir beim zweiten Durchspielen, bei Neues Spiel Plus oder so, kann man die dann bestimmt erst benutzen. Weil ich denke nicht, dass wir hier zurückkommen, aber... Ach du Scheiße. Das kann natürlich auch sein, ne, dass wir hierher zurückkommen, aus irgendwelchen Gründen. So, jetzt haben wir alles voll. Irgendwie sehr gruselig, ich weiß auch nicht warum. Irgendwie hat es überhaupt nichts mit Grusel zu tun, aber es schickt einfach so dermaßen. Ach, ich kann doch nichts mehr mitnehmen. Da war mal die Erde. Jetzt nicht mehr.
Halt dein Maul! Schieß ich das Hotdog aus der Hand. So, wo war denn jetzt die Muni? Ah, hier, gut. Zwei Schuss haben wir noch. Halt dein Maul! Ja, ja. Sprügel dir die Scheiße aus dem Schädel, du Vollhorst! Mit deinen Kulleraugen, du Manko! Lichtgeschwindigkeit, ich schlag dir die Lichtgeschwindigkeit in die Fratze! So, reicht jetzt. Genug ausge... Wehe, du erschreckst mich nochmal hier. Da komme ich gerade wieder zurück und hau dir noch eine rein. Full Moon? Full Moon Chop, yeah! Das ist der volle Mond. Der Mond ist wieder voll. Oh oh, Action Music. Da hinten kommt was. Ach, jetzt wollte ich ja euch mal noch hier was zeigen. Hier, Stase. Oh, ist der schnell. Ey, dann müssen wir den Arm abschießen. Weil, dann könnten wir den vielleicht als Waffe benutzen. Ach, jetzt hat er den gerade gedreht. Komm. Lass mich deinen Arm abschießen. Ey, der ist immer noch schnell, trotz Stase. Scheiß Dreck. Ich bin aber auch sehr treffsicher heute. Ach! Ja, 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 klar, mein Freund. Jetzt! Ah, jetzt komme ich aber nicht mehr dran. Scheiße. Der Versuch geht ein bisschen in die Hose, glaube ich. Zack! Aufgespießt. Oh, der lebt aber noch. Oh, bisschen. Ich sag doch, die die Energie kann sehr schnell hier. Hier schnell in die Brüche gehen. Ne? Also, für Action ist schon mal gesorgt. Sau. Willst du gar nicht den Kopf... Ach, man müsste ja eben treffen mit diesen Gliedmaßen. Hast du deinen Kumpel gefunden? Ey, wenn ich jetzt nochmal vorbei... Noch einmal probiere es jetzt. Geht doch. Du hast einen Stachel im Kopf. Lalala. Ach, auf A nimmt man das Zeug ja auf. So, das war natürlich jetzt nicht so gut gelaufen, wie ich mir das erhofft habe. Aber auf der anderen Seite, ich wollte ja jetzt auch hier mal ein bisschen was ausprobieren. So, alles aufsammeln, was wir finden können. Das ist natürlich jetzt nochmal wichtig oder angebracht, weil... Wir haben wieder ein bisschen Platz, aber Medikits haben wir immer noch genug, also. Was haben wir denn hier? Hier müssen wir hin, oder? Uff, ja, natürlich. Mist, dass die uns aber auch alle treffen müssen. Bin ich nicht so einverstanden damit. Egal. Da krabbelt immer noch irgendwo was. Ich höre es doch. Der Ausweichbutton ist auch irgendwo ein bisschen ungewohnt gelegt für mich. Auf LB. Doppeltap. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Jetzt, du Sauhund, du Blöder. Die sind schon schnell, diese Wesen. Und lassen sich gar nicht mal so gut zurückdrängen. Dies ist eine...
brauche auch ein paar Schüsse. Der war sauber. Sauber angetaggt. So. Verarbeiten. Ah, wieder ein Aufzug. Hey. Ach du Scheiße. Das gefällt mir überhaupt nicht hier. Verdammt. Ja, verdammt, keine genau. Keine Züge. Okay. Ich hab's zur Station geschafft. Was ist mit Dennis, Männer? Ich habe sie in der Panik verloren. Dieser Ausbruch könnte uns etwas Zeit verschaffen. Dann springen sie auf einen Zug. Los. Nicht gut. Sieht aus, als wäre der Zug mit einem neuen Triebwagen ausgestattet worden. Und? Ich muss ihn wieder zusammensetzen. Ganz schnell. Ach du Scheiße. Die Schaffe sind nicht weit weg. Wir versuchen, Böses. Sie abzulenken. Beeilen Sie sich. Das heißt doch... Zuganordnung unvollständig. Ja, genau. Bitte vor Abfahrt Zugmaschine und Treibstoffwaggon ankoppeln. Aha. Das heißt für uns... wie kann ich die schleudern, wenn ich die mit B... Achso, ich muss hier... hier mal ankoppeln, ne? Zack, der wäre angekoppelt. Oder auch nicht. So. Ach, okay, ich glaube... Wo ist denn das Treibstoffteil? Ist das hier das, oder wie? Ich glaube, in welche Richtung müssen wir denn eigentlich? Sagt uns das hier jemand? Hier langs, oder was? Gehe ich mal davon aus. Das ist ja eigentlich... Dann müssten wir die Schienen jetzt hier, Waggon 1... Und wahrscheinlich hinten den Waggon als letztes dranhängen. Wenn wir überhaupt in diese Richtung müssen. Ich weiß es nicht genau. Aber ich denke schon. Wir hauen jetzt mal einfach den Einser hier rauf. Ja, Zugmaschine ist in Position, okay. Ach, und da brauchen wir, glaube ich, nur noch den hier anzukoppeln. Und dann ist hinten das andere Ding ist ja auch schon da. Das finde ich jetzt cool gemacht. Komm, warum zieht der nicht mehr? Komm, zieh, zieh, zieh. Ja. Yeah. Und jetzt mit dem Ding da. Ah ne, das fährt automatisch. Ach, das ist ja... Ja, das wird wahrscheinlich der Waggon sein, wo wir drauf können. Bitte in den hinteren Zugteil einsteigen. Ja, ja. Okay, Norton, der Zug ist wieder flott und kann durch das Süddorf fahren. Er entgeht Ihnen nicht. Sandros bewegt sich nicht. Verstanden, ich schließe auf, sobald Sie die Stadt verlassen haben. Halten Sie sich zur Abholung bereit, es wird brenzlig. So, dann gehen wir mal, dann nehmen wir mal den Zug. Norton, Sie haben immer noch nicht gesagt, was mit Ellie ist. Ja, das ist der richtige Zeitpunkt. Nein. Lebt sie noch? Ich habe sie zuletzt auf der Kino-Station gesehen. Sie war nach außen auf der Spur und wollte zu geheimen Koordinaten. Dann brach der Kontakt ab. Wenn ich sie am Leben und Funksteuer verschwindet, dass wir sie noch nicht gefunden haben. Ach du Scheiße, was ist hier los? Nein. Ja, super. Direkt wieder Energie verloren. Ach, hier kommt die Kavallerie. Komm, welches Schiff ist die Eudora? Das größere, das gerade über ihren Kopf flog. Ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, da muss ich weiter nach vorne. Isaac, Achtung, Sie sind im Zug. Kopf weg. Hat wieder einer den Kopf verloren. Ach super, du solltest eigentlich die Munition aufnehmen. Jawohl. Scheiße! Hauptbatterie! Isaac, schwingen Sie Ihren Arsch hin! Wohin?
Ah. Heilung, wir können sie nicht ewig aufhalten. Warum könnt ihr die nicht ewig aushalten? Ihr seid doch ausgebildeten Soldaten und ich bin nur ein Ingenieur, der schon zwei Weltraumabenteuer überlebt hat. Jetzt oder nie? Dann lieber nie. Irgendwas? Oh, renn. Nein. Das war unser erster Tod, Leute. So, diesmal machen wir hier keinen. Da, auf den treten wir noch drauf, aber jetzt hauen wir ab hier. Komm. Ja. Hopp schon, gib mir deine Hand. Ja, A drücken, Quicktime Events. Aber die dürfen bei Dead Space auch nicht fehlen. Wer ist das? Mein Sohn. Süßer Junge, mussten Sie ihn zurück. Er ist tot. Der Neger hat ihn umgebracht. Boah, hat er eine dunkle Stimme. Tut mir leid. Schon gut. Sollte es nicht. Wir sind keine Freunde. Vielleicht werden wir es ja. Ich will deine Waffe. Strengen Sie sich demnächst an. Komm mal. Ist Isaac schon wach? Ja. Gut, wir sind fast da. Schwingen Sie Ihre Hintern auf die Brücke. Sie haben ihn gehört. Ziel hinzugefügt. Kapitel 2 ganz allein, aber wir speichern und beenden hier an dieser Stelle und machen das nächste Mal weiter. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das Spiel scheint bis jetzt recht cool zu sein und ich zock jetzt sowieso gleich ein bisschen weiter. Also ich fange jetzt einen Speicherstand an und ja. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, demnächst. Ich hoffe, ihr habt Spaß und bis bald. Euer Spooky. Bye.